ein Anliegen von unserem Gründer, von Pater Jordan. Das bewegt mich in den letzten Jahren immer mehr. Das ist ein Anliegen der Universalität. Oder das Wort, das das beschreibt, ist alle und alles. Also wir sollen Jesus verkünden als Heiland der Welt mit allen Mitteln, die die Liebe Christi eingibt, an allen Orten und mit allen Menschen. Und dieses mit allen Menschen, das wird mir immer bedeutsamer. Gerade in unserer Zeit, wo die Pluralität so spürbar wird und sichtbar wird, ist es einfach ganz was Wesentliches. Also wie lernen wir miteinander zu leben in der Verschiedenheit? Und von dem her denke ich mir, dass Pater Jordan da ein Thema aufgreift, das einfach für unser Leben jetzt in unserer Zeit heute ganz, ganz wichtig ist. Also Pater Jordan ist 1848 geboren. Es war eigentlich die Zeit der Nationalstaatlichkeit. Überall sind die Nationalstaaten gewachsen. Und er setzt dann Kontrapunkt und sagt, nein, alle mit allen, Universalität eben über diese Nationalgrenzen hinweg, sich miteinander zu verbinden. Und da kommt man vor, das ist einfach sowas von aktuell. Er hat die Schule sehr früh beenden müssen, weil sein Vater einen Unfall gehabt. Er hat dann zum Lebensunterhalt der Familie beitragen müssen, konnte dann aber doch eine Lehre machen als Maler und Tapezierer. Ist dann im Anschluss nach den Lehrjahren auf die Walz gegangen, hat so andere Kulturen, andere Sprachen kennengelernt. Und ich glaube, er hat in diesem Unterwegssein noch was anderes erfahren oder kennengelernt, nämlich die Unbehaustheit von vielen Menschen. Und da ist in ihm schon dieser Funke gewachsen, ja, wie kann man den Menschen begegnen? Und er war überzeugt, dass in einer Gottesbeziehung, in diesem Wissen des Getragenseins von einem liebenden Gott, dass das einfach dem Leben Form und Halt und Zukunft gibt. Ihm war die Person Jesu Christi dabei sehr wichtig. Jesus Christus, in den er als den erkannt hat, in dem die Menschenfreundlichkeit Gottes erfahrbar wird, spürbar wird. Er sagt immer, der Heiland der Welt. Ein altmodisches Wort, ich mag es trotzdem gern, weil da so das Heilsame drinnen steckt. Bei meinem ersten Besuch bei Salvatorianerinnen bin ich auf ein Plakat gestoßen, auf dem war geschrieben, einander heilend begegnen. Das war die Zeit, wo ich so gesucht habe, ja, ich möchte in eine Ordensgemeinschaft eintreten, aber in welche passt? Und eben, da komme ich auf Besuch, sehe dieses Plakat, einander heilend begegnen. Und das hat eingeschlagen. Da habe ich gewusst, ja, das möchte ich. Die Frage, wie heilsame Begegnung ausschaut oder eben wie wir unseren Auftrag, unsere Sendung leben, richtet sich ja auch immer nach dem, welche Not uns gerade entgegenkommt. Und im Jahr 2015 war das diese große Not, dass viele Menschen Lebensraum gesucht haben. Dass die Menschen, die auf der Flucht waren, Unterkunft gebraucht haben. Und da hat sich eine sehr gute Kooperation mit unserer Pfarre aufgetan. Momentan leben 6 Frauen bei uns, 2 aus Syrien, 2 aus Afghanistan und 2 aus dem Iran. Und ich muss sagen, die sind uns wirklich vom Himmel zugefallen, weil ich erlebe es sehr bereichernd in den Begegnungen mit ihnen. Mit 3 von ihnen hat sich ergeben, dass sie gesagt haben, ja, sie möchten getauft werden. Wir haben dann die Taufvorbereitung mit ihnen gemacht. Und was mich fasziniert, einfach ihr Zugang zum Glauben. Und wenn ich male, bekomme ich so viel Ruhe. Und ich denke nie. Nur malen. Sie haben auch mit uns Weihnachten gefeiert. Diese Male, wie wir miteinander Weihnachten gefeiert haben, waren die
dichtesten Weihnachten, die ich seit langem erlebt habe. Nämlich, was ist das für ein Gott, der sich so in die Welt hereinschenkt, der eben nicht in das gemachte Zimmer kommt, der nicht bei den Reichen ankommt, der nicht in den Palästen auftaucht, sondern am Rand. Total am Rand. Das habe ich davor im Kopf gewusst, aber jetzt ist es nochmal tiefer gekommen. Und ich glaube, ich werde auch noch lange brauchen, bis es ganz, ganz bei mir ankommt, um wirklich aus dieser Perspektive leben zu können. Das sind alles Gott auf der Welt, von Vergangenheit bis jetzt. So Gottes Bilder und Verständnis von Gott. Ja, ja. Wie bist du auf die Idee gekommen, das Bild zu machen? Keine Ahnung. Einmal habe ich das in meinem Traum geschaut und ich dachte, ja, vielleicht kann das mal. Und dieses Bild kommt von meinem Herz. So eine Entwicklung von Gottes Bilder und Glauben. Genau, und nochmal im Himmel. Gibt es in Afghanistan ohne Krieg und ganz ruhig und die alle können so einfach leben. Das ist wirklich mein großer Wunsch. Und nicht immer viele Leute gestorben, viele Kinder und sie haben keine Wohnung oder sie haben auch nicht leben, so einfach. Sie müssen immer arbeiten, sie müssen immer Essen finden, suchen und ja, ich hoffe, Gott helfen oder Jesus helfen. In meinem Land auch so wird ruhig. Um miteinander Mensch zu werden und wo die Würde jedes Menschen auch geachtet wird. Weil ich bin überzeugt, Gott ist ein Gott des Lebens und er möchte das Leben für alle. Aber wirklich leben und nicht ein weggeschoben sein, ein grad überleben. Also wir haben Mitverantwortung, dass Menschen leben können. In Treue gegenüber dem Vermächtnis unserer Gründer suchen wir auf jede Weise und mit allen Mitteln, welche die Liebe Christi eingibt, unsere apostolische Sendung zu erfüllen. Our Salvatorian Mission is a participation in the universal mission of the Church. Each of us promotes this mission by serving wherever we are sent in union with and in the name of the Church. Through everything we do and are, we aim to make Christ known as Savior. Comme Jésus a vécu en communion permanente avec le Père, nous aussi chercherons le Seigneur au milieu de l'activité, dans le silence, la prière et dans sa présence sacramentelle. Jesus, der Heiland der Welt, ist Mitte und Quell unseres Lebens. Wie unsere Gründer lernen wir von ihm, in allem die Ehre des Vaters zu suchen. Unser Verlangen, ganz ihm zu gehören und an seinem Heilswerk mitzuarbeiten, drängt uns, ihn immer besser kennenzulernen, ihn tiefer zu lieben und ihm ohne Vorbehalt zu dienen. Er, der in uns lebt, offenbart sich selbst in Güte und Liebe und bringt der Welt auch heute die Fülle des Lebens und des Heiles.